unseren nächsten Gast vorzustellen, ist Das ist die Frau Stefanie Fischer, die ist die Direktorin des Frauenmuseums Itisau. Wir kennen sie eigentlich durch Manchere und durch International Association Women Museum. Und sie ist eine von den Vorstandsmitgliedern von diesem Association. Schön, dass du von Vorarlberg nach Wien zu uns gekommen bist. Sehr wichtige Kooperationen gehabt, die Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht, die Ausstellung zu 100 Jahre Weltfrauentag war bei uns im Haus zu sehen, und ich hoffe doch sehr, dass auch diese Ausstellung irgendwann bei uns zu sehen sein wird. Aber darüber sprechen wir noch. Ich freue mich sehr, auch heute Abend hier zu sein, weil es um ein wichtiges Thema geht, weil diese Ausstellung von Evelyn and Love Objekte zeigt, die persönlich sind, manche sind sehr einfach, manche sind sehr kunstvoll, manche sind handwerklich sehr gekonnt ausgeführt, aber allesamt sind sie wirklich sehr, sehr berührend, weil sie Zeugnisse sind eines Zustands, sie sind Zeugnisse von Menschen, sie sind Zeugnisse von Schicksal, und insofern erfüllen sie auch das, was Objekte in einem Museum wirklich auch erfüllen sollen, nämlich Geschichten zu erzählen, nämlich einen Zugang zu schaffen zu einer Situation, zu einer Geschichte. Mansure hat mich ausdrücklich gebeten, heute Abend etwas zu erzählen zur International Association of Women's Museum. Mansure, die ich sehr schätze, die ich das letzte Mal vergangenen September gesehen habe in Itisau, anlässlich der 6. internationalen Konferenz der Frauenmuseen weltweit, die von Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi und von Alexander von der Bellen eröffnet wurde. Die Welt der Frauenmuseen ist eine sehr, sehr vielfältige. Viele dieser Museen haben sich ganz unabhängig voneinander entwickelt. Oft wussten die Museen auch gar nicht voneinander, von der Existenz. Und 2011 hat sich die International Association of Women's Museums schließlich formiert. Mittlerweile gehören rund 40 Institutionen weltweit dieser Institution an. Und am Anfang war es gar nicht so klar, da ist sehr stark diskutiert worden, als die ersten Frauenmuseen entstanden sind in den 70er und 80er Jahren, ob denn das überhaupt Frauenmuseen braucht. Was alle wollten, waren einen Raum zu schaffen, in dem Kultur, in dem die Geschichte, in dem die Kunst von Frauen wirklich sichtbar wird. Und Diskussionen sind dahingehend gegangen, ob man denn die traditionellen anderen Museen aus der Verantwortung entlässt, wenn man diese spezifischen Frauenmuseen schafft. Inzwischen haben eigentlich, oder ob es nicht besser wäre, wirklich komplementär zu arbeiten, das heißt in traditionellen Museen ganz explizit darauf zu pochen, dass Frauengeschichte, Frauenkultur gleichwertig behandelt werden, nicht so quasi in Extrakammern. Inzwischen haben beide Strategien eine wichtige Funktion, also sowohl die Frauenmuseen selbst als auch diese Häuser, in denen ganz komplementär gearbeitet wird. Wir sehen, dass in sehr vielen großen Museen inzwischen ganz, ganz selbstverständlich die Kunst von Frauen auch gezeigt wird. Es bleibt aber noch immer sehr, sehr viel zu tun, wie leider in sehr vielen Bereichen, die Frauen und Gleichbehandlung betreffen.
Diese Frauenmuseen, die es weltweit gibt, gibt es in jedem Kontinent. Manche sind groß, manche sind klein, manche sind virtuell, manche sind noch im Stadium einer Initiative. Es gibt manche, die sind zum Beispiel in einem ehemaligen Kloster untergebracht, das Frauenmuseum Meran zum Beispiel in Südtirol, manche in einem ehemaligen Gefängnis, zum Beispiel das in Alice Springs in Australien. Es gibt eins in einem ehemaligen Kaufhaus, das Frauenmuseum Bonn. Es gibt manche, und es gibt eines in einer ehemaligen Stallung, das Frauenmuseum Fürth. Manche dieser Häuser sind wirklich entstanden aus einer universitären Initiative, zum Beispiel in Mexico City, in Buenos Aires, in Costa Rica. Es gibt große vietnamesische, chinesische Museen, die eigentlich aus einer sozialistischen Tradition entstanden sind, in denen vor allem die Frau als Arbeiterin gezeigt wird. Das sind wirklich große Häuser. Es gibt aber sehr viele, die wirklich ums Überleben kämpfen und wirklich schauen, wie sie eigentlich weiterkommen. Es gibt manche, die sind nur der Kunst gewidmet, wie zum Beispiel das schon erwähnte Frauenmuseum in Bonn. Und es gibt Museen, die inzwischen die Möglichkeit haben, auch wirklich professionell zu arbeiten und vor allem sehr gut integriert sind in die Museumslandschaften der jeweiligen Länder, zum Beispiel in Norwegen, in Kongsvinger, in Aarhus, in Dänemark oder eben auch, das gilt auch für unser Museum in Hittisau, das zwar ein kleines Museum ist, das aber inzwischen wirklich eine Relevanz entwickelt hat, die weit über diese Region hinausgeht und eigentlich auch international anerkannt wurde. Wir haben letztes Jahr eine Special Commendation als European Museum of the Year bekommen, was natürlich auch für die ganze Frauenmuseum-Community eine sehr wichtige Station war. Das sind Institutionen, die vor allem einen gesellschaftspolitischen Anspruch haben und eben kulturhistorisch sehr stark arbeiten. Es gibt Museen, die im Status der Initiative sind, in St. Gallen, in Dublin zum Beispiel. Es gibt ein virtuelles Museum in Istanbul zum Beispiel, das zwar virtuell ist, aber sehr viele Veranstaltungen in der Stadt hat, sehr gesellschaftspolitisch aktiv ist und auch sich dem, was jetzt gerade, wir haben es vorhin von Mitgenau gehört, was in der Türkei passiert, auch ganz klar etwas entgegensetzt und eine Stimme erhebt und eine Stimme einfordert. Und es gibt ein Girls Museum in Laos, das inzwischen auch virtuell ist, also es ist wirklich sehr, sehr bunt. Es gibt ein Museum in Dakar, in Senegal, in Ville de la Femme, Henriette Batilly. Dieses Museum hat eine wunderbare Sammlung, die beschäftigt sich eigentlich mit der Alterskultur afrikanischer Frauen. Inzwischen bauen sie, und das ist ganz erfreulich, ein neues Haus und das ist schön. Es gibt aber auch traurige Geschichten. Das Frauenmuseum in Bangui in Zentralafrika gibt es nicht mehr. Das ist abgebrannt vor einigen Jahren im Zuge der Unruhen, die es im Land gab, Mitte der 10er Jahre. Und wir wissen einfach gar nichts mehr. Wir wissen nicht, was mit der Direktorin passiert ist, die ich das letzte Mal in Buenos Aires getroffen habe. Wir haben gar nichts mehr gehört. Also es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie vielleicht sogar nicht mehr am Leben sind. Und es gibt noch ein Museum, das ich heute wirklich explizit erwähnen will, weil es mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Wir haben in den letzten 2 Jahren ein ganz intensives Projekt gehabt zum Thema Geburtskultur, gemeinsam mit dem Centro di Cultura de Donas Francesca Bonmaison in Barcelona und dem Frauenmuseum Meran und eben dem Gender Museum Kharkiv. Wir waren im Oktober das letzte Mal dort, weil unsere Ausstellung, die in Hittisau entwickelt wurde, zur Geburtskultur mit ukrainischen Objekten bestückt und adaptiert für die dortige Situation dort zu sehen war. Wir waren bei der Eröffnung dort. Ich kann mich erinnern, dass die Frauen damals wirklich vom Crazy Neighbor in Russland gesprochen haben. Aber letztlich, wir haben auch darüber gesprochen, dass sie sich bedroht fühlen und sie haben gesagt, nein, es wird nicht passieren. Es ist zwar unangenehm, es ist sehr seltsam, dass man nicht direkt hinüberreisen kann, dass man immer mit Drittstaaten fahren muss, wenn man einen Teil der Familie sehen will und das ist die Realität für sehr viele Menschen dort. Aber sie fühlen sich nicht reell bedroht. Nun, einige Monate später sieht die Situation ganz anders aus. Und ich möchte wirklich an dieser Stelle meine ganz tiefe Solidarität ausdrücken, auch im Namen von IWM, den Frauen in der Ukraine, die sich mittlerweile in der Westukraine befinden, in Polen, in Deutschland, in Österreich und die auch jetzt versuchen, wirklich in den virtuellen Raum zu gehen, Fluchtgeschichten zu sammeln, Frauengeschichten zu sammeln. Wir wissen aus anderen Kriegen, dass Frauen
weniger gesehen werden, dass Frauen, weil sie nicht aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen, aber Frauen, die gerne in U-Bahn-Stationen Frauen sind und auch in diesem Krieg, das ist wieder traurige Realität, Massenvergewaltigung, Vergewaltigung ausgesetzt, also sexualisierte Gewalt spielt, wie leider bei vielen Kriegen auch hier eine ganz große Rolle. Und insofern ist es uns wirklich als EIGAR wichtig, dieses Projekt zu unterstützen und auch für die Frauen, für unsere Schwestern in der Ukraine da zu sein. Ich habe natürlich bei weitem nicht alle Museen genannt, die wichtig sind in diesem Netzwerk. Ein Museum ist natürlich auch das iranische Frauenmuseum und das freut mich auch ganz besonders, das ist uns sehr, sehr wichtig, auch angesichts dieser Ausstellung, auch weil hier klar wird, dass es natürlich immer darum geht, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen und Dinge einzufordern. Es geht darum, patriarchale Strukturen aufzuweichen. Es geht darum, wirklich eine große Stimme in der Geschichte, gegenüber der Politik, aber auch gegenüber der Kulturwelt zu erreichen. Was ist der gemeinsame Nenner an diesen Museen? Naja, allen geht es darum, die Vergangenheit, die Gegenwart, aber auch die Zukunft der Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht darum, das Verhältnis der Geschlechter zueinander anzuschauen. Und es geht auch darum, jene Bildung zu fühlen, die von der traditionellen Geschichtsschreibung, und die wurde meistens von Männern geschrieben, vergessen wurde. Es geht um diese Geschichte, die bisher nicht oder nur marginal erzählt wurden. Es geht darum, die Leistungen von Frauen zu zeigen, und es gibt, das kann ich Ihnen versichern, sobald wir ein bisschen hinschauen, es gab es in jeder Epoche, es gab es in jeder Gesellschaft, in jeder Disziplin, sind immer außerordentliche Leistungen von Frauen zu finden und die Geschichte sichtbar zu machen, das ist das eine. Aber das, was wir alle als Frauen sehen wollen, ist auch, wir wollen schauen, wo brennt es unter den Nägeln, wo drückt der Schuh, da müssen wir auch hinschauen. Und wir müssen diese Öffentlichkeit nutzen, wir müssen auch die kulturelle Öffentlichkeit nutzen, wir erreichen vielleicht andere Menschen, andere Systeme, andere Generationen als vielleicht traditionelle Organisationen der Sozialarbeit, und es gilt darum, es gilt miteinander zu arbeiten, um einen Weg zu finden, um unsere Gesellschaft zu einer Gerechterung zu machen. Auf alle Fälle sind alle diese Orte, ob sie virtuell sind, ob sie klein, ob sie groß sind, ob sie ein Haus haben, sind Orte der Reihe, der Diskussion, des Diskurses, der Auseinandersetzung, und insofern sind sie so wertvolle Orte, und sie sind vor allem auch Orte der Solidarität untereinander. Und in diesem Sinne sehe ich auch diesen Abend heute hier. Es geht natürlich eben, wie gesagt, um solidarisches Handeln. Es geht darum, den Feminismus zu feiern und einzufordern. Und es geht darum, eben Begegnungen zu schaffen mit Menschen aus allen Erdteilen. Und gerade das iranische Frauenmuseum, das möchte ich hier auch wirklich erwähnen, sammelte ganz, ganz aktiv soziale, kulturelle, politische, wissenschaftliche, künstlerische, sportliche Geschichte des Iran. Und das müssen wir festhalten, auch für spätere Generationen, weil wir nur gute Konzepte für die Zukunft entwickeln können, wenn wir die Gegenwart verstehen und vor allem, wenn wir das, quasi dieses Wissen aus der Geschichte auch beziehen. Weil Museen sind eben nicht nur Orte der Geschichtsaufbewahrung, sind eben auch Orte, an denen Geschichte gedeutet wird. Und das macht auch hier das Volkskundemuseum sehr klar sichtbar. Weil wir wirklich wissen müssen, dass jene, die entscheiden, was bedeutend ist, künstlerisch, historisch, jene, die entscheiden, was gesammelt werden soll, was für die Nachwelt gesichert werden soll, das sind auch die, die entscheiden, was vergessen werden darf, was einfach nicht wichtig ist. Und zu diesen Dingen haben einfach sehr oft, sehr lange Zeit Frauengeschichte, Frauenkultur gehört. Und zu den Objekten selbst möchte ich noch eine Sache sagen. Also ich glaube, dass ein Objekt, das in einer Ausstellung gezeigt wird, mehr ist als das, was es an physischen Eigenschaften hat. Wir sehen hier sehr berühmte Dinge, ich habe gesehen, es gibt Puppen, es gibt kalligraphische Objekte, es gibt Textilobjekte, also sehr, sehr unterschiedliche. Aber sie sind eigentlich vor allem materieller Ausdruck von individuellen und kollektiven Erfahrungen. Also es geht um den menschlichen Gestaltungswillen, aber letztlich geht es darum Ideen, es geht darum um die Menschen dahinten, es geht um die Geschichten dahinter, es geht um das, was Menschen letztlich fühlen, und das merken wir an diesen Objekten sehr, sehr stark.
Das heißt, wir als Museumsmenschen müssen solche Objekte zu sprechenden Objekten machen. Wir müssen über ein Objekt zu den Menschen, die dahinter sind, kommen. Und das ist das, was auch heute Abend hier passiert und passieren soll. Und ich möchte jetzt wirklich zum Schluss kommen, der Abend ist noch lang, aber ich möchte einen Satz von der großen österreichisch-amerikanischen feministischen Historikerin Gerda Lörner sagen, die jetzt sagen, dass sie hat gesagt, jede Frau verändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat. Und es geht uns allen hier darum, diese Geschichten zu erkennen, damit wir wirklich in die Fähigkeit kommen, für eine gute Zukunft zu arbeiten, für eine gemeinsame, für eine solidarische Zukunft. Das ist wirklich mein Appell heute Abend. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Einladung aussprechen. Übermorgen findet um 19:30 Uhr am Ballhausplatz eine Veranstaltung von One Million Rising Austria statt. Es geht um eine große Kundgebung gegen Gewalt an Frauen. Kommen Sie doch alle hin, tanzen Sie doch alle. Es ist wichtig, dass wir eine starke Stimme gegen Gewalt an Frauen sind, weil, wie Ümit es gesagt hat, Frauenrechte sind Menschenrechte. Vielen Dank. رومیزی بروبری نه نه
برای پرواز پرنده کوچک صبح. انگار شعر قشنگ آزادی، انگار آغوشی باز برای مادرانگی‌های بزرگ و کوچک، انگار دامن دامن زنانگی پرازین و بیازین، انگار آرزوی داشتن خانه امن برای زندگی بر روی آن زیر انداز چلتکی. غرق تماشای جام جهانی که در آنها بود، در دم قسم کردم که دستسازهای رنگارنگ این بندیان عاشق را همچون پردهای از تاریخ جنبش زنان ایران با دیگرانی از همرنگ به تماشا بنشینم. حال گاه برآورده شدن آن نیت است. Movement Museum has never been a matter of entertainment for me.
It reflects a serious and deep feeling that I have felt all of the time during my life in diaspora. It is my promised duty to the Iranian women's movement since 2008, when the government prevented establishing it. It is my reasoning for performing my activism in diaspora since 2011. And it is the love of making this museum that gives me my love for life, despite being far, far, and far away from my country, my comrades, and from my son. In fact, it was just in 2007 when our Iranian Nobel Prize winner Shirin Ebadi, inspired by the Women's Museum Meran in Italy, introduced the idea of the Iranian Women Museum to me. In the beginning of 2008, I shared this project with a group of women activists, artists, and academics. They include Nushin Ahmadi Khorasani, Parastu Furuhar, Azita Sharafjahan, Rosita Sharafjahan, and Nasreen Sotoudeh. However, work on the project stopped in 2009. It was in December of that year, five agents and investigators of Evin prison rided to my home, confiscated all the research, reports, and documents that were to be published and presented on International Women's Day as the first exhibit of the Women's Movement Museum. The agent arrested me and took me to Evin's prison. A 52-year-old woman activist released by the condition on bail from Evin prison, traumatized, stressful, alone. I began internship with the International Association of Women's Museum in October 2010. It was a training program at the Women's Museum in Kongsvinger, Nuremberg, Meran, and Bonn. Then I spent 2 years collaboration with the Women's Museum in Fort Nuremberg, while I was supported by German Pen Association as a writer in exile. This effort resulted in the completion of the first stage of the research project that since September 2017 has been implemented as a joint program with the Vrije University Amsterdam. But it was in 2013 when the idea of this exhibition came to my heart. It was the same year when Nasreen Sotoudeh sent me a nice applique that she made in Evin prison. We can find it among us. I prepared a very nice frame for it. I wanted to hang it on the wall. I just stood there against the wall. Why this wall? Whose is this wall? Whether it was a wall in my own home? No. It was not a wall for being decorated with Nasreen's applique. It was just a wall between me and Nasreen. I gave up by hanging it on. It was in 2016 when the second magical gift from Evin came to me, made by Nargis Mohammadi. It was a wooden calligraphy with the word of peace, but without the letter of A. The missing letter was carried in the bird's beak, wanderer between two walls, either peace or war. I looked deeply at the meaningful wooden calligraphy. In my eyes, it didn't seem to be a gift. It was a message from Nargis to remind me of a common, unfinished journey toward justice, equality, and peace. How I was meant to put this missing letter in peace as a symbol of our common goal.
These two basic objects motivated me to make an exhibition of imprisoned women activists' handmaids. It was 2017. At the time, Nasrin Sotoudeh was not in prison. I therefore tried to secretly contact Nasrin to ask her for help collecting the other handmade by imprisoned women activists in Evin prison. It was in the same year when Shimon Azaraghi, another woman activist who was released from Evin, both of them, through their network of prisoners' families, helped me with gathering the artworks. On the other hand, I shared this idea with Miss Ebony, who was able to get in contact with Nargis in Evin prison. And the mission was carried out by three brave women, Nasrin, Nargis, and Shiva, and sent them to Netherlands by post via multiple different cities and boxes. My decision was a kind of risky venture, since most of the women whose handcraft or in our exhibition were in Evin prison. Nowadays, some of these women are still in Evin prison. Some have been transferred to the other prisons. Some have been released on bail. Some being free from prison, yet have no freedom. For instance, Nasrin Sotoudeh is spending her leave at home for medical healing as she has serious problem of heart. I can comfort her by a lot of limitation to talk. I told that her dogs are still traveling all the Europe and asking her feeling about. She said, when I was in prison, meeting the dogs, I did not think that these dogs would be so alive that with the help of my friends, we travel from one country to another. They travel from one country to another. Why we are banned from leaving the country, our own country? And here are our dogs traveling and war at the world and tell our stories to the audiences and visitors. Thank you. Diese Objekte in eine schöne Art zu repräsentieren, Publikum hier und da vorzustellen, als Botschafter von Widerständigkeit der iranischen Zivilgesellschaft und vor allem die Frauen,
die vor die Freiheit von alle unsere Iraner Freiheit kämpfen und hoffentlich irgendwann diese wunderbare Ziel erreichen. Ich lade euch ein, dass ihr diese Objekte genauer euch angucken. Jede von denen ist ein kleines, so wie Matsuo das sehr schön gesagt hat, ein Geschichtenerzähler. Bezeugt von die Zeit, dass es in einer Zelle gemacht worden ist, vor jemand, den man vermisst. Die haben auch ganz kurze Beschreibungen, wo ganz kurz und knapp sehr tiefe Geschichten erzählen. Und ich hoffe, dass ihr euch die Zeit nehmt und diese Objekte auch in Erinnerung behält, genauso wie diejenigen, die das gemacht haben. Und vorhin, als ich da stand, habe ich mit meinem wunderbaren Künstlerfreund, der du siehst, mal geredet. Jetzt will ich auch etwas. haben wir beide über Boxen, Schachteln geredet, was für wunderbare Sachen Boxen sind, dass wir unsere Sachen, die für uns wertvoll sind, da in Boxen aufbewahren, dass wir Besonderes die verschicken mit Boxen und so wie diese Boxen sind, hoffe ich auch, dass eure Erinnerung, unsere Erinnerung, diese Objekte eben Herz und Seele behält und an die Frauen sich erinnert, die diese Objekte gemacht haben. Dankeschön. Frauen, die das ja.